Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf The Joecraft. Herzlich willkommen zu einem weiteren Minecraft-Tutorial. Item-Fahrstühle gibt es in Minecraft ziemlich viele, aber das hier, was ihr hier im Hintergrund seht, ist mit Abstand eines der coolsten Item-Fahrstühle, die ich kenne. Es ist ein Itemfahrstuhl, der nicht sonderlich schnell ist, aber einfach nur Stil hat. Und wenn ihr irgendwie eine große Basis baut und ihr wollt Items von A nach B bringen, insbesondere in einer Höhe von unten nach oben bringen, dann ist dieser Itemfahrstuhl genau das Richtige für euch. Spoiler, es geht auch andersherum, der Itemfahrstuhl kann auch Items von oben nach unten bringen. Er basiert auf dem Paternoster, den ich euch mal gezeigt habe, hat aber tatsächlich einige Kniffs, damit es auch mit Items funktioniert. Aber erstmal wollen wir sehen, dass er funktioniert. Hier oben ist eine Kiste, die ist leer, hier unten ist eine Kiste. In diese Kiste packen wir mal unsere ganzen Items rein, die wir hier in der Hotbar haben. So, zack, die Items verschwinden hier drin. Und wie bereits gesagt, ist der Fahrstuhl nicht der schnellste, aber er ist ziemlich nice. Wir sehen, hier sind gefüllte Cauldrons mit Wasser. Und wenn wir jetzt ganz genau reingucken, sehen wir, dass nun in den Cauldrons drin die Items sind. Da kann man so ein bisschen sehen. In den Cauldrons sind die Items, die werden nach oben gebracht und werden hier oben wieder entladen. Der Mechanismus ist absolut survival-freundlich, das heißt natürlich, ihr solltet die Ketten haben, ihr könnt natürlich anstelle der Ketten auch einfach Eisenstangen nehmen oder jedes andere Material, solange es kein Block ist. So, und wir warten mal einen Moment und sehen, dass dieser Item-Fahrstuhl zuverlässig seine Arbeit verrichtet. Ich bin ganz begeistert davon. Ich glaube, dass das einfach nur so cool aussieht, wenn ihr eine Basis habt und da einfach mal mit Ketten so Items nach oben gepackt werden. Es gibt noch eine Möglichkeit, den Fahrstuhl zu beschleunigen und auch mehr Durchsatz zu machen. Und es gibt auch eine Möglichkeit, dass ihr diesen Fahrstuhl autonom macht. Mit anderen Worten, dass er sich von alleine abschaltet. Aktuell müssen wir einen Liefer betätigen, um den an- und auszuschalten. Ich möchte euch heute in dem Tutorial aber einerseits einmal zeigen, wie ihr diesen Fahrstuhl baut und auf der anderen Seite möchte ich euch gerne einmal die Redstone-Technik erklären und ich möchte euch zeigen, wie man den Fahrstuhl so baut, dass er sich von alleine an und ausschaltet. Basis für diesen Fahrstuhl ist eine sehr, sehr einfache und primitive Schaltung. Und zwar gehen wir mal in den Boden, graben einmal kurz dieses Löchlein frei, setzen hier einen Block hin, nehmen uns einen Komparator, zwei Verstärker, zweimal Redstone, eine Fackel einen Sticky Kolben und einen Observer. Damit haben wir schon mal die Grundschaltung. Wir setzen den Observer, ach den, den Redstone Komparator hier hin, Rechts klick drauf. Lieber <laughs> Einmal einen Redstone Verstärker, volle Stufe hier. Einmal volle Stufe so Redstone, Redstone. Dann setzen wir hier einen Sticky Pisten hin. Daran setzen wir einen Observer und damit ist auch schon der erste Teil der Schaltung fertig. Was wir gebaut haben, ist eine Clock, die immer mal wieder impulsweise diesen Observer extendet. Wenn auf Server ausgefahren wird, gibt er ein kurzes Blinksignal. Das heißt, wenn wir jetzt hier einen Kolben hinsetzen, sehen wir, schaltet dieser Kolben einmal ganz, ganz kurz. Was also wir jetzt machen können, ist, dass wir anfangen, Blöcke auf diesen Kolben draufzusetzen. Also 1, 2 und das Ganze können wir natürlich jetzt beschleunigen, indem wir einfach diese Verstärker kleiner machen. Sehen wir, geht das mal schneller und langsamer. Ich mache das mal ein bisschen schneller, denn wir packen jetzt ganz viele Blöcke hier dazwischen, bis das. Maximum erreicht ist. Nehmt am besten irgendwie Sand, wenn ihr das später im Survival baut. So, wenn wir das Maximum erreicht haben, haben wir die maximale Höhe gefunden. Hier oben setzen wir einmal einen weiteren Kolben hin. Und jetzt können wir auch schon die ganzen Blöcke wieder abreißen, weil wir die jetzt erstmal nicht mehr brauchen. Wir haben jetzt hier einen Kolben hingesetzt. So, jetzt gehen wir mal etwas zur Seite. Achtet bitte drauf, ihr könnt maximal zwölf, am besten zehn Blöcke, schreibt euch zehn Blöcke hinter die Ohren, zur Seite gehen. Ich gehe jetzt mal eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Blöcke zur Seite und mache jetzt einfach mal hier den Runtergang. Das heißt, ich setze jetzt einen Kolben einmal hier hin, gehen wir nach unten, und seht ihr seht, wir machen schon so eine Art Kreislauf so. Und hier unten setze ich dann den letzten Kolben hin, sodass quasi dieser Kolben auf der Höhe mit dem hier ist. Also wenn wir jetzt einmal ganz kurz diese Technik hier abschalten, müsstet ihr theoretisch, könnt das ja mit dem Auge überprüfen, ne, müsstet ihr theoretisch einmal so einen Quadrat erzeugt haben und überall sitzt da oben ein kleiner Kolben dran. So, was als nächstes macht, ist folgendes. Ihr nehmt jetzt einen Block aus der ganzen Sache raus, beziehungsweise ihr könnt das ganze Ding jetzt erstmal hier äh, zerstören. Das braucht ihr nämlich nicht. Da setzen wir später was anderes rein. Könnt ihr es euch schon bestimmt denken. Da kommen später die Kessel und die Seile rein. Was wir jetzt machen, ist folgendes: Bei dem Kolben hier. Setzen wir hier einen Observer hin. Nehmen wir uns nun irgendein Baumaterial, bitte einen soliden Block nehmen. Also einen Block, der Strom definitiv leitet. Es gibt unsolide Blöcke, wie zum Beispiel Glas, aber hier Steinseite definitiv eine sichere Seite. Den setzen wir jetzt hier hin und setzen hier einen Redstone hin. So, das gleiche machen wir hier nochmal. Wir setzen auch hier einen Observer hin. Diesmal setzen wir hier Redstone drauf und hier den Block hin. Und hier unten machen wir das Ganze auch nochmal. Wir setzen über den Kolben einen Observer Nehmen uns wieder unser solides Baumaterial, setzen das hier hin und hier ein Rats Und damit ist der Fahrstuhl fertig. Das ist schon die gesamte Schaltung für diesen Paternoster Fahrstuhl. Super, super einfach, aber funktioniert erste Klasse. Was wir jetzt machen, wir bewaffnen uns im Inventar mit Cauldrons Kauldrons und mit Ketten. So, Chain. Chain ist gut. Chain ist sehr gut. So, wir machen das Ding ein Tacken langsamer. Und nun heißt es, das Ding aufzustocken. Ich zeige euch jetzt mal Folgendes. Hier haben wir immer Abstand zwei Ketten gemacht, aber ich empfehle euch für diesen Fahrstuhl, wenn ihr ein bisschen mehr Durchsatz haben wolltet, immer eine Kette Abstand machen. Also toggeln wir das Ganze immer hin und her. Und während wir das machen, füllt sich langsam diese ganze Reihe auf. Na, seht ihr das? Warum ist das der Fall? Ich werde euch nachher die Schaltung von sehr erklären, wie sie funktioniert. Für den Fall der Fälle, dass ihr sie schon verstanden habt. Alles gut, aber es gibt einige von euch, die vielleicht sich nicht so gut mit Redstone auskennen. Und deshalb mache ich meine Tutorials immer so, dass ich euch am Ende versuche, diese Schaltung zu erklären, wie sie funktionieren. So, aufgepasst! Wenn wir uns dem Ende nähern, dann wird es unweigerlich einen Moment geben, wo wir zwei Kettenstücke einbauen müssen. Das geht halt leider nicht anders. Das müssen wir leider. Müsst ihr leben, müsst ihr Vorlieb mitnehmen. Es ist super schwer, das anders hinzukriegen. Ja, man könnte, man könnte hier und da tricksen, aber naja, jetzt ist es halt so. So, der Entleerungsmechanismus oben ist noch einfacher als einfach. Das ist billig. Eigentlich ein Billo-Mechanismus, aber gut. Was ihr machen müsst, ist direkt hier an dem Rand, wo dieser Kolben schaltet, da macht ihr mal einen Block ungefähr so hier hin und ihr packt zwei Trichter darunter. Tschup, tschup, das war's. Das ist schon der Entleerungsmechanismus. Das heißt, wenn ich jetzt ein Item hier rein tue, oh, das ist, das ist leichter gesagt als getan. So, ihr seht, da ist ein Item drin, dann fährt dieses Item in dem Cauldron mit nach oben und hier oben wird dieser Cauldron einmal über den Trichter gejagt und wupp, das Item wird ausgesagt. So, zack, da euer Item. Was ihr jetzt hiermit macht, ist euch überlassen. Der Eingangsmechanismus, der ist interessant, denn dafür brauchen wir Wasser. Ihr müsst als erstes oh, eure Technik überschwemmen. <laughs> Sehr gut. Und nachdem ihr es geschafft habt, eure Technik zu überschwemmen, macht ihr es einmal wie die Profis und zwar schaltet eure Technik erstmal aus. Diesmal machen wir das Timing 2-2. Merkt euch bitte 2-2. Das ist das ideale Timing. 2-2. Also zweite Stufe, zweite Stufe. So, Technik ausschalten und jetzt einmal bitte alle Cauldrons mit Wasser befüllen. Wenn euch das nicht so schön aussieht. Und ihr sagt, das gefällt mir nicht. So, gut. Dann habt ihr noch die Möglichkeit, die Coldrons zu entleeren. Lasst aber ein bisschen Wasser im Cauldron drin. Also dreimal können wir nehmen. Das heißt, wenn wir jetzt hier Wasser reintun, können wir zweimal nehmen. Eins, zwei. 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 Es muss immer ein bisschen Wasser drin bleiben. Das hat nämlich einen Grund für die Schaltung. So. Was wir jetzt machen können, ist, wir können hier unten, nehmt euch wieder euer solides Baumaterial, wir können hier unten folgendes machen. Wir können hier nach oben so gehen, können uns einen Dropper nehmen. Wichtig, nehmt einen Dropper, setzen den so hier oben drauf. Was wir jetzt machen können, ist, wir können hier einen Observer machen. Ihr seht, der Observer geht an, weil hier Wasser drin ist. Und der Observer gibt ein Stromsignal an diesen Block, der Block gibt das Stromsignal weiter an dieses Redstone. Der Redstone gibt durch diesen Block das Signal weiter an den. Äh, an den Dropper. Das heißt, der Dropper wird nun jedes Mal aktiviert, wenn dieser Observer an ist. äh, Komparator äh, an ist. Dankeschön. Und ihr seht, der Komparator geht jedes Mal an, wenn ein äh, Colton da drunter fährt. Und damit ist auch schon die gesamte Schaltung getan. Hier unten ist euer Eingang. Da gehen eure Items rein. Das heißt, wenn wir jetzt einmal hier 64 Verstärker reintun, dann sehen wir, werden die Verstärker genau im richtigen Moment immer in die Schüssel hier geschossen, <laughs> weil sich genau dem Moment das Ding hier aktiviert. Das passt auch wunderbar. Ich hatte ursprünglich die Schaltung versucht, mit ähm, Kompost. Kompostern? Kompostern? Ja, Kompostern zu bauen. Das geht nicht, weil ein Dropper versuchen möchte, dann das Item da als Inventar einzulegen. Deshalb ist ein Cauldron die einzige Möglichkeit, wie ihr das Ganze umsetzen könnt. Nehmt auch deshalb bitte Cauldron, Cauldrons. <laughs> Und der Dropper muss auch direkt darunter sein, ansonsten trifft das Item nicht. Denn es kann nämlich unter Umständen passieren beim Caldron, dass ein Item vielleicht mal auf dem Rand liegen bleibt. Das ist nicht schön. Dann wird es nämlich nicht aufgesaugt. Das Item muss in den Coldron reinkommen, deshalb muss auch der Dropper genau darüber sein. Ihr seht, wie einfach diese Schaltung ist. Jetzt möchte ich euch gerne noch zeigen, wie ihr diese Schaltung autonom an und ausschalten lasst. Dazu müsst ihr hier die Itemzufuhr ein wenig umbauen und wir müssen jetzt hier in den Dropper einmal einen äh, Komparator hier nehmen. Der Komparator hier sagt, ob Items in dem Dropper drin sind. Wenn Items drin sind, ist dieser Komparator an. Was wir jetzt bauen müssen, ist eine Schaltung die The Joycraft zuschauer schon seit Ewigkeiten kennen, und zwar einen Kondensator. Also einen kleinen Stromspeicher müssen wir bauen. Warum Stromspeicher? Nun, eigentlich können wir jetzt theoretisch das Ding ja sofort hier mit unserem Eingangssignal verbinden. Ne? So, machen wir es mal. Seht, die, der Lift läuft, solange Items hier drin sind. Wenn jetzt keine Items mehr hier drin sind, das heißt, sagen wir, der Lift ist jetzt bald fertig, dann passiert Folgendes. Der Lift bleibt stehen und eure Items würden nach fünf Minuten despawnen. Damit das nicht passiert, soll der Lift quasi im Moment nachlaufen. Also er soll noch einen Moment sich bewegen, bevor er dann wirklich komplett ausgeht. Und dazu bauen wir den äh, Kondensator. Wir brauchen dazu einmal einen Verstärker. Wir setzen Und wir müssen jetzt einmal folgendes bauen. Wir müssen einmal den Verstärker auf volle Stufe stellen, setzen einmal hier einen Komparator hin, hier einen Komparator hin, setzen einmal hier und hier Redstone hin, einmal da einen Redstone, Ein Block. So, wichtig ist, dass der Komparator den Block zeigt. Der Komparator geht da raus. Einmal noch einen Verstärker. Dann wieder zweimal Redstone. Wir bauen genau das gleiche, was wir gebaut haben, nochmal, nur diesmal etwas größer. So, das sollte ungefähr reichen. So, und zu guter Letzt machen wir nochmal hier einen Verstärker. Das heißt, hier, lasst hier, könnt ihr den Verstärker rausgehen lassen. So, da geht euer Verstärker raus. Den Verstärker könnt ihr auch versetzen nach unten, weil dieses Redstone hier diesen Block elektrifiziert. Dadurch kann der Verstärker das elektrifizierte Signal aus dem Block raussaugen, kann diesen Block elektrifizieren und der elektrifizierte Block gibt das Signal weiter an diesen Redstone und damit automatisch in die Schaltung. So, was jetzt passiert, ist folgendes. Ich lege jetzt mal ein Item hier rein. Eins. lege ich hier rein. Sehen, jetzt lädt sich diese Schaltung auf. Jetzt ist die Frage, reicht das Timing? Beobachten wir mal unser Item. Wir sehen, hier unten passiert etwas. Unser Item ist jetzt mittlerweile da. Es rückt immer weiter voran. Aber ich befürchte, es reicht nicht. Da geht die Schaltung aus. Wir sehen. Der Kondensator ist leer. Das heißt, unser Kondensator reicht noch nicht aus. Das heißt, wir müssen den noch etwas größer machen. Ich vergrößere ihn mal ums Doppelte. Brauchen wir ganz viele Komparatoren. Wieso habe ich das gerade so komisch gesagt? So, Strom. Achtung, immer vorsichtig hier entlanglegen, dass es keinen Kurzschluss gibt. Gut. Oh, nächster Versuch. Also, Redstone rein. Zwei Redstones sind jetzt diesmal drin. So, die Gestaltung startet wieder. Immediately. Jetzt sind beide Redstones raus. Da ist unser Redstone, sehen wir gerade. Wunderschön. Ihr seht, das Ding ist noch geladen. Und kommt hier oben an. Der Redstone ist abgegangen. Aber jetzt, ab jetzt läuft der Fahrstuhl leer. Das heißt, kein, kein Item. Und einen Moment später wird er dann ausgehen. Achtung. Da geht er aus. Schauen es auf aus. Und damit ist die Schaltung auch freundlich für euren, äh, für euren Server oder wie auch immer. Da, wenn eine Schaltung die ganze Zeit läuft, erzeugt sie ja immer mal wieder Lags. Bei einer kleinen Schaltung ist das nicht problematisch, aber wenn ihr 20 von diesen Dingern in eure Welt stellt, merkt ihr das schon an eurem Computer, dass da ein bisschen Lags sind. So, also, wie funktioniert das? Der Kondensator. Ist eine coole Sache, den habe ich aber schon relativ häufig euch erklärt. Die Kurzfassung des Kondensators ist folgende. Wir haben Komparatoren, die haben eine Verzögerung. Das heißt, ein Signal kann quasi verzögert werden durch die Komparatoren. Und sie geben quasi die Stromstärke, die hier hinten reingeht, vorne raus. Und Redstone läuft maximal 15 Blöcke lang. Das heißt, wenn der Redstone hier drei Blöcke läuft, ist dieser Redstone, wie wir hier rechts sehen, Power 13. Das heißt, er hat nur noch 13. Stromstärke 15, 14, 13. So ein Verstärker resettet das Ganze wieder, verstärkt das Signal. Das heißt, was hier vorne rauskommt, ist immer 15, also immer die maximale Stromstärke. Beim Komparator ist das nicht der Fall. Ein Komparator gibt das vorne raus, was hinten reingeht, also 13 in diesem Fall. 13 geht rein, 13 kommt raus. So das Besondere ist, ein Komparator verzögert ja auch gleichzeitig. Und weil er verzögert, können wir folgendes machen: Wir können hier quasi einen Loop bauen. Den Loop können wir einmal so erschließen. Ähm. Das ist schon unser ganzer Loop. Die Idee ist die folgende. Also hier geht jetzt ein Stromsignal rein, sei es 15. Dieses Stromsignal läuft jetzt einmal durch bis hier hin. Hier ist das Stromsignal, kommt raus, 15. 15 wandert jetzt ein Rätsel weiter, wird zum Stromsignal 14. 14 läuft hier durch, geht durch den Block, geht hier hin, hier rein. 14, 14 rein, kommt hier runter. 14, 13 und läuft einmal durch. Das können wir auch richtig sehen. Also da ist unser Stromsignal. Machen wir ein bisschen länger. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und weg. So, und wenn wir das Ding jetzt komplett hier laufen lassen, läuft die ganze Zeit ein Stromsignal hier im Kreis. Und wenn wir das jetzt loslassen, läuft dieses Stromsignal die ganze Zeit im Kreis und verringert sich jetzt langsam, 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 langsam. Langsam. Ihr seht das richtig hier rechts. Da, da rechts seht ihr 3, 2, 1, weg. Ne, achtet mal drauf. Hier rechts sieht man das richtig schön. Ne? 13, 12, 11, 10, 9. Ne, und, je mehr, und je mehr Komparatoren ihr dazwischen packt, desto schneller geht es. Je weniger Komparatoren ihr dazwischen packt, desto schneller geht das Ganze. So. Was wir hier haben, ist folgendes. Wir haben hier einmal einen kleinen Kondensator und einen großen Kondensator. Jetzt fragt ihr euch, warum, warum brauchen wir diesen kleinen hier? Ganz einfach, um den großen Kondensator richtig aufzuladen. Stellt euch mal vor, hier ist jetzt ein Item drin. So, zack, und das Item wird jetzt hier direkt ausgespuckt. Ja, es passt sogar. Es würde sogar gehen tatsächlich. Also dieser kleine Ladekondensator, der ist sogar noch nicht mal benötigt hier. Aber wenn ihr so einen großen Kondensator habt und... Es würde jetzt in diesen großen Kondensator ein kurzes Stromsignal reinlaufen, dann passieren unschöne Dinge. Ich zeige euch mal kurz, was da passiert. Wenn ihr einen großen Kondensator habt, kann ja passieren, dass ein kurzes Stromsignal kommt, und das kurze Stromsignal macht dann das nicht gut gar nicht gut gar nicht gut und damit das nicht passiert habe ich immer die Angewohnheit einen kleinen Mini-Kondensator zu bauen das ist so ein kleiner Mini-Kondensator und der lädt erst den großen Kondensator das heißt, wenn wir ein kurzes Stromsignal haben sorgt der hier dafür dass der definitiv komplett zu Güte geladen wird so der Rest ist trivial äh, ein Observer erkennt dass hier sich was verändert hat gibt Strom an den Kolben der Kolben spuckt das Ganze aus diese Schaltung haben wir auch soweit verstanden jedes Mal wenn der Kolben nach vorne sich bewegt gibt es hier ein Stromsignal an den Kolben soweit so gut die Glock ist genau das gleiche Prinzip hier haben wir auch den Komparator Schön ist ein Komparator, kann Stromsignal, wenn er im Mathematikmodus ist. Warum das jetzt genau ist, werde ich euch heute in dem Video nicht erklären. Hehe, <laughs> ganz gemeine. Aber folgendes passiert: Ihr seht, ihr könnt den Strom abschalten da wir den Strom abschalten können, haben wir die Möglichkeit hier einen glock zu erzeugen. Ich empfehle euch, meine anderen Tutorials zu gucken, dann werdet ihr ein Gott darin. Ja, that, that's everything. Das ist tatsächlich alles und da haben wir in den wahrscheinlich coolsten Fahrstuhl, den man nur in Minecraft bauen kann für Items. Nicht der schnellste, aber ein wunderschöner Fahrstuhl. Ja, man kann natürlich noch viel viel mehr mit diesem Fahrstuhl machen. Ihr könntet theoretisch eine Schaltung bauen, die den Fahrstuhl momentan abschaltet, sobald hier unten ein Kessel steht. Dass der, dann könnte man theoretisch einen theoretischen Mechanismus bauen, dass der Dropper erstmal alle Items da reinspuckt. Ja, das ginge auch. Dass also dann der Fahrstuhl weiterfährt, sobald alle Items ausgespuckt sind. Alles möglich, aber ich würde euch empfehlen, diesen Fahrstuhl in dieser Version hier zu nehmen, denn so muss ich doch persönlich zugeben, funktioniert er am besten. Und es sieht einfach cool aus. Und wenn ihr das Ganze dringend rückwärts fahren lassen wollt, also die Items von oben nach unten bringen wollt, dann baut ihr einfach diese Technik, die hier unten ist, einfach hier oben hin und andersherum die Technik, die hier oben ist, hier unten hin. Also ihr könnt auch theoretisch einfach hier unten euren Dropper nehmen, der die Sachen auspackt und ihr könnt auch hier oben, um es euch einmal zu demonstrieren, mit dem Metas definitiv auch in diesem Tutorial mit drin ist. Also setzen wir hier einen Dropper rein. So, und auch hier haben wir die Möglichkeit, diesen Dropper, zack, per Redstone auszuführen. So, und damit haben wir quasi den Rückweg der Items gebaut. Das heißt, wir lassen mal die Maschine nochmal an. So, und pass auf, jetzt packen wir hier oben nochmal ein bisschen was rein. Oh, hier oben ist Redstone drin. Zack. Das Redstone wird auch hier ausgespuckt in die Kessel und das funktioniert genauso. Ihr seht, hier gibt es ein bisschen Ärger. Manchmal, manchmal scheint der Redstone ja so beim Runtergehen ein bisschen sich zu verzanken. Äh, also, dieser Fahrstuhl ist nicht die beste Version, um ihn runterzubringen, der Redstone. Und ganz ehrlich, beim Runterbringen könnt ihr auch einfach das Item droppen lassen und unten aufsammeln. Aber nur zum zeigen, es könnte möglich sein, aber diesen Fahrstuhl nutzt ihr am besten, um Items nach oben zu bringen. Einfach, um euch Kopfschmerzen zu ersparen. Damit bin ich durch. Ich hoffe, euch hat das Tutorial gefallen. Ich hoffe, ihr konntet ein wenig was über Redstone lernen. Bedanke mich herzlich fürs Zuschauen und sage, macht's gut. Bis bald und ciao, Leute.